Da ist er wieder, der kleine Gott mit dem großen Hackebeil, beziehungsweise dem noch kleineren Sohn. Wo ist er denn? Atreus? Keine Ahnung, wo er ist. So. Wir haben in der letzten Folge hier den... Ach, da läuft er herum. Den großen Dickmann hier besiegt, der hier irgendwo rumlief. Keine Ahnung, der ist auch schon wieder despawned. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt überhaupt das Ziel? Warte mal. Wir haben dieses Gewicht gelöst. Und das führt da hoch und jetzt können wir theoretisch... Warte mal, jetzt können wir... Achso, warte mal. Jetzt können wir... Jetzt können wir... hier nochmal dran drehen, oder? Funktioniert! Wie das Gewicht nach oben geschossen ist, wie von einer Rakete angetrieben. Ich muss so einen Drehmoment haben. Ich bin halt ein Gott, ne? Wir haben die Kralle! Jetzt die Frage, was machen wir? Nett, oh, okay. Die Kralle haut wieder ab, okay. Kann mir einer sagen, was ich mit der Kralle mache? Was mache ich mit der Kralle? Was? Ich habe doch keine Ahnung. Okay. Kann man hier nicht irgendwie die Bremse anziehen? Wenn wir mit der Kralle hochfahren könnten, wären wir im Nu oben. Das ist eine tolle Idee, mein Schatz. Aber wie... Da kommt es genau wieder runter. Okay, okay, okay. Na, ist gut jetzt. Wie weiche ich denn nochmal aus? Ich habe das vergessen. Wie machen wir das fest? Wenn wir daran ziehen, fährt die Kralle hoch. Ohne Witz, wie kommen wir da... Hier irgendwas, was wir hier blockieren können? Nee. Wie soll denn das gehen? Ja, ich weiß, dass die Kralle jetzt runterkommt. Ich weiß noch nicht, worauf wir jetzt da. Na, warum nicht gleich so? So, jetzt, wie stellst du dir das vor, von wegen Kralle auf der Kralle nach oben fahren? Ich habe jetzt keine... Wir müssten irgendwas in die Kralle reinschieben, was wir dann... Oh, ich habe noch keine Idee. Man kann sich auch nicht einfach dran festhalten, oder? Junge! Ja, okay, das war blöd. Wir bräuchten vielleicht diesen... Diesen Wagen hier, Fragezeichen, und den... Okay, vielleicht so. Klar, warum nicht gleich so? Woher weiß ich, wann das Ding an der richtigen Position steht? Oh, so versuchen wir es. Scheinbar hat uns das Kind gerade verklickert, wie wir es versuchen. Okay. So. Auf ein drittes. Komm runter, Kralle. Komm runter, Kralle. Ich drehe auch noch ein bisschen am Rad hier. So. Es passt. Das ist perfekt. Hey, warte auf uns. Ja, Moment. Ich bin ja schon... So, Moment. Nein. Hier rein damit. Bist du halten. Er hat immer so tolle Kommentare, das dusselige Gör. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Da. So. Es wird auf jeden Fall gut funktionieren. Ich würde dem auch... Ja, weil vor allem, weil das Ding nur so ganz... Das rutscht auf keinen Fall ab. Was geht los? Das wird auf jeden Fall gut gehen. Ob das bis ganz nach oben geht? Das werden wir sehen. Das wird sich bald zeigen. Wenn wir auf der Hälfte hängen bleiben, darfst du dir überlegen, wie wir wieder runterkommen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Ich sehe ein bisschen gruselig aus, oder? Nicht der Gipfel, aber näher dran. Naja, immerhin. Ich würde mal sagen, ein paar Etagen höher. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hey, die ist nicht kaputt.
Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte! Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Na, eine hier, so eine chinesische Dingsbumslampe, so eine Aufsteiglampe. Alles klar. Und wozu hast du das jetzt gemacht? Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Och, jetzt ist der Gott doch ein bisschen gerührt, ne? Nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. It's a long way to Cincinnati. So, jetzt gucke ich mich aber erstmal hier um, bevor ich da aufrenne. Ja, hier liegt nämlich zum Beispiel was rum. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich spiele nämlich... Zurück! Was denn? Ach Mensch, Kind, pass doch auf, hier gibt's Flammenwerfer. Ich habe nämlich hier in letzter Zeit ein bisschen Elden Ring gespielt und da ist die Steuerung so ähnlich, aber halt auch nicht so ganz so ähnlich. Deswegen werde ich mich in der nächsten Zeit hier ein paar Mal mit den Tasten vertun. Juhu! Der Tunnel, Junge. Kapiert! Vorsichtig! Mehr Prüfung. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Gut richtig. Für uns. Oder für brauche mich ich zumindest. Gesundheit? Ja. Da hinten ist... Ach nee, das war die Rune, die an dem... Oh, eine Kiste. Ey! Was zum... Das gibt's doch nicht! Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Oh, okay, wir sehen uns drüben. Ich laufe einfach mal hier so... Oh, guck mal hier. Was war das? Das war... Gold war das. Okay, runter, weiterlaufen. Hier können wir uns verstecken. Aber das bringt uns auch nichts. Da liegt auch noch was. Will das haben. Gut, da kommt ein Drauger. Ey, ich hab doch diesen Rück. Komm, schieß nochmal. Ich hab diesen Tennisarm. Moment, komm hier. Ja, ich hab einen Tennisarm. Okay, ich muss. Komm nochmal. Und Tennisarm. Jawohl. Komm, mach nochmal. Mach das nochmal. Und Tennisarm. Hat ihm, glaube ich, nicht Spaß gemacht. So, ob hier noch was ist? Nee, das ist nichts mehr. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Tennisarm. Ja, das hat ihm auch nicht gefallen. Ach, der ist schon hin. Das war ein Crit. Okay, wartet mal. Jetzt muss ich da an die... Dreh. Ah, sehr gut. So, jetzt ist das Ding weg. Okay, es bleibt auch weg. Das ist ganz gut. Was haben wir hier noch so? Da ist nix. Oh, da ist die Kiste. Sehr schön. Gib mir die Kiste. Ich will die Kiste haben. Habe ich nicht umsonst hier gemacht. Ein... Oh. Plattenschulter. Oh, das ist der nächste von der Sammlung, die ich haben wollte. Was heißt haben wollte, die zumindest besser ist als meine. Abwehr-Abklingzeit. Ja, definitiv. Warte mal, anlegen. Wie geht anlegen? Ausrüsten. So. Jetzt haben wir den kompletten Brustschutz der Konzentration und haben tonnenweise Abwehr, wie man vielleicht sieht. 78. Bisschen Stärke, 48, das ist okay. Abklingzeit 52, relativ wenig Vitalität, was natürlich nicht so gut ist. Und da können wir tatsächlich was reinsetzen. Und zwar würde ich mal sagen, setzen wir da hauptsächlich Vitalität rein, ne? Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe der Dunkelalm. Ja, Dunkelalm haben wir jetzt nicht. Guck mal, was wir hier noch so haben. Vitalität 4, 2... Vitalität 3. Warum kann man die da nicht reinsetzen? Weil die wahrscheinlich schon irgendwo ausgerüstet ist. Komm, dann nehmen wir mal
Wir nehmen das hier, ne? Ne, Runen wollte ich nicht. Habe ich das schon ausgerüstet? Abwehr 2, hoher Bonus. Stärke 2. Glück. Na, Glück brauchen wir, glaube ich, nicht. Trotz Abklingzeit. Was ist das? Stärke und Runen. Wo ist denn das gerade ausgerüstet hier? Also die 2 habe ich ja ausgerüstet, ist die Frage, wo? Bei jeglicher Parade. Wann pariere ich denn mal? Auf eine Gabe der bei erlittenem Schaden. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht hier. Stärke. So, was haben wir hier? Wo sind denn die ausgerüstet? Ich rüste die mal. So, da haben wir Vitalität. Ich will nämlich Vitalität haben. Ich will Vitalität haben. So, die haben wir gerade ausgerüstet. Im Moment ist das Ding ausgerüstet. Eigentlich wäre Abwehr aber auch nicht. Vitalität und Abwehr vielleicht. Abwehr 4, Glück, Vitalität 3. So. Das heißt, wir müssten hier Vitalität 3, Vitalität 4. Genau, und jetzt hätten wir hier noch was. Warum? Ach, der hat keinen Runenplatz. Das ist natürlich blöd. So, Talisman. Was haben wir denn für Talisman? Mane. So, jetzt haben wir zumindest 17 Vitalität, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Gut. So, was haben wir hier noch? Irgendwas haben wir hier noch gekriegt. Leichter Griff des Schutzes. Da habe ich irgendwas Neues gekriegt. Da unten. Griff der Vitalität. Das ist natürlich... Oh, ja. Schutzbarriere, den Schaden durch Gegner schon verhindert. Und was haben wir da? Erfolgreiches Axttöten gewährt einen Gesundheitsschub. Nehmen wir doch den hier. So. Jetzt haben wir... Eigentlich dachte ich, dass wir jetzt noch mehr Vitalität hätten. Aber irgendwie ist die gerade. Da hat sich da nichts getan. Egal, wir haben es geschafft. Kind, wo gehen wir hin? Da haben wir gerade dran gedreht. Gesundheit brauche ich nicht. Der geht's noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Ein Minenaufzug? Wie bringen wir ihn in Gang? Vielleicht sind wir zu schwer. Nein, wir machen das, wie ein Gott das halt so macht. Wir hauen irgendwo drauf und dann wird es schon gehen. So. So, was sollen wir hier machen? Was können wir hier machen? Wir schieben den Stein da runter und dann fährt der Aufzug nach oben, ganz klar. Sollen wir denn? Sind wir noch zu schwer? Warum der jetzt ein Stück nach oben gefahren ist und das letzte Stück dann nicht mehr reicht mit dem Stein, ja egal. Runter damit. Sam, wir bewegen uns. Ich hoffe, da unten stand keiner. Was ist das? Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Einfach mal, ich ziehe so den Scheitel. Wachsam bleiben. Alter Zapfenstuhler. So. Ich hab vergessen, was ich für Super-Effekte habe. Also für. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Du bist so ein Klugscheißer. Ich kann ja auch Berge spalten. Draugr! Draugr, Alter! So, komm her. Zack, 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 zack. So, pass auf. Klapp. So, eingefroren. Da können wir erstmal die hier verwickeln. So, hast du. Und wupp. Da. Ey, wo ist meine Axt? Moment. Da ist die Kamera. Ah, der Kanon. Bleib doch mal locker hier. Guck mal, das ist doch das Kinderkacke hier. So.
vom Aufzug geschmissen. So. Der eigentlich auch. Au, das hat aber unangenehm getan. Nimm das Trauge! Trauge! Ist aber gut. Okay, der ist unangenehm. Wulfengrad, hier. Ja, frisst den da oben, das ist okay. Aus, aus. Sag mal, der ist ein bisschen stabiler, der gute kann das sein. So, jetzt hier zerrissen zu kommen. Wann kann ich ihm denn endlich eine... Der ist doch schon erschöpft. Jetzt kann ich. Ist er... Was hab ich denn mit ihm? Okay, da ist er gut aufgehoben. Okay. Dahin. Danke, der nett von dir, Kind. Was hat er mir gegeben? Ich weiß nicht. So, gib mir mal ganz kurz hier die Heilung. Danke. Aua. Daneben, verdammt. Das war der falsche Knopf. So, jetzt über oben. Komm, jetzt du, komm. Und da hast du dein Ding zurück. Willst du auch mal? Komm, mach auch mal. Zack. So, jetzt du. Ach, ist der schon? Nee, der ist schon hinüber. So, einer noch im Sinn. Und dann war es das. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Wie? Steigen wir hier aus? War doch Nein, Spaß. Wir stecken fest. Wie, wir stecken fest? Okay, da steckt mal. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Weiß ich nicht. Ich kann ja Berge spalten, also werde ich doch den Aufzug hier... Komm. Achso, B drücken. Hier, N. Oh, das gibt einen Nabelbruch, mein Freund. Was das war? Wie lächerlich. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Aber was ich mal ganz kurz bitte gucken wollte, diese Runen. Warte mal, wo waren die Runen nochmal? Ich hab's vergessen. Verdammt. Wo waren die Runen nochmal? Die waren eigentlich bei der Waffe, ne? Hier. Ja, ja, ja. Zorn des Eisholz. Schneller Kreiswärmer Schockwellenangriff. Und was war das andere? Verheerender Flächenangriff. Was haben wir denn hier? Wo ist denn dieser Strahl? Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nee. Nee. Halten von vergrößert die Reichweite. Die Klaue. Was war die Klaue? Nein. Wo ist der Strahl? Angriff des weißen Bären. Nee, das war er auch nicht. Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen hier. Darf man das bitte wieder haben hier? Garantiert. So. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Ja, das war ein bisschen blöd. Egal. Ja, ha. Los, schieß, Kind. Wir müssen den mal ganz kurz hier runterholen. So, und... Tschüssi. Du schmeißt ihn. Oh, das war unangenehm. Oha. Oho, was ist das denn? Es Gott, es reicht. Es reicht, es reicht. Aber die... Aua. Okay. Ey, Vorsicht, ich passe ja auch. Wie weicht man denn hier aus? Moment mal hier. Blauholz. Ich muss mal ganz kurz den Kleinkram hier weghauen, ja? So, schieß mal. Ey, mach das nicht. Du bist echt hier. Ja, Jan Kneper. Schieß mal. Oh, das hat viel getan. Jetzt rauf hier, komm, rauf. Auf die Nuss. Und? Was mach ich jetzt? Achso, jetzt, was mach ich jetzt?
da rummeln. So, da ist noch einer. Und tschüss. Nein, ich wollte den anderen auch noch mal kurz. Hau hoch. Wollte ich nicht. Nein, wollte ich auch nicht. Ah, Mann. Nein. Ich hab jetzt Fucks Dicke. Bam, bam, bam. So, immer kräftig. Hier. Jetzt hau doch mal drauf. So, mein Gott. Ist noch mehr da zum Wegholz? Ne, ist gar keiner mehr hier. Hier ist keiner mehr da. Was soll ich denn machen? Hier ist keiner mehr. Aua, aua. Tja, wenn du das gesehen weh. Da oben. So. Klemmt wieder. Ich weiß. Klemmt wieder. Selber. So, lass mal gucken. Das war einer und das war der andere. Ich verwechsel immer die Angriffe. Wie gesagt, ich habe eine Weile Elden Ring gespielt und bin jetzt total durcheinander hier, was die Knöpfe betrifft. Die Gesundheit lassen wir da mal liegen. Und jetzt müssen wir uns hier nochmal abstoßen. Aber wir haben es ja geschafft. Ehrlich gesagt, so schwer war er auch nicht. So, weiter geht's. Und kommt jetzt noch was Großes? Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Du glaubst. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann suchen wir uns eine neue Frau, weil wir reicht ja nicht, wenn wir hier die ganze Zeit einer Frau hinterher trauern, ja, also man muss auch nach vorne blicken, mein kleiner Racker, ja. So ein, zwei Wochen kann man mal trauern, aber dann ist die Sache gegessen. Ja, Mutti hat ja auch gesagt, wenn ich mal sterben sollte, sucht ihr möglichst schnell eine neue Schnecke. Aber das wird es wieder sein und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Ja. Sind wir jetzt oben? Sind wir bald da? Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch. Ja, hättest du mal die Klappe gehalten. Und bleib hinter mir. Was soll ich denn jetzt machen? Irgendeine Idee? Was soll ich denn machen? Das Ding ist. Hab ich noch die Finger gehauen. So. Au. Es beißt. Hat ja super geklappt. Lass das. Blödes Vieh. Ich hau dir so auf die Finger. Gibt's da auch einen Trick? Was hat er denn jetzt? Meine Güte. Was ist das? Ledermaus? Ja. Feuer spucken oder. Ich mach Pilates, du dummes Gör. Wo ist meine Axt? Gib mir meine Axt wieder. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, das war toll. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Puh, das war heftig. Heftig nennst du das, ja? Du dusseliges Gör. Das war kein. Das war keine Fledermaus. Halt. Okay, was war das? Rot macht Bumm. Hab's verstanden. Prinzip ist klar. Rot macht Bumm. Nehmen wir mal an, das Konzept werden wir später das ein oder andere Mal noch verwenden. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Eine was? Eine Yggdrasil-Wurzel. Und das ist... Ich hab irgendwie...
Sprengkristalle. Sie können die Harzhindernisse in den Weltenbaum zerstören, indem sie Sprengkristalle mit elektrischer Energie kombinieren. Okay. Und wo ist elektrische Energie? Nee, so nicht. Ach, guck mal. Kristallisiert. Und es wird Macht in sich. Okay. Unglaublich. Ist ja simpel. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Ich bin mir nicht sicher, ob wir gegen den Drachen gekämpft haben oder ob er uns den Hintern aufgerissen hat. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Atme, Kind. Laut. So. Oh Gott, ich höre ihn. Ich fürchte, den haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Irgendwer wird da Ja, und ich fürchte auch, ich möchte nicht das sehen, warum er schreit. Also der Grund, warum er schreit. Da hast du das Problem. Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Du lenkst ihn ab. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Tja, und das wird der Cliffhanger aller Cliffhanger. Haha, bis zum nächsten Mal.